Im Süden von Texas startet eine deutsche Firma ein spektakuläres Projekt. Eine einzigartige Konstruktion. Ein Job für echte Profis. Die Ingenieure haben die meiste Arbeit. Aber wir haben den meisten Spaß. 3000 Tonnen Stahl. Die erste deutsche Gasproduktionsplattform im fernen Alaska. Sicherlich interessant wird die starke Strömung im Cook Inlet. Wir haben hier die zweithöchste Gezeitenströmung der Welt. Eine unglaubliche Reise über 5000 Seemeilen. Es gibt normale Hochseeschlepper und das hier ist quasi das Ende der Nahrungskette. 22 Kilometer maritime Pipeline. Wenn du so ein Loch bohrst, weißt du nie, was dir begegnet. Ein eigens für diesen Job gebauter Rohrverleger. Der Hammer, so wie er jetzt hier steht, wiegt 112 Tonnen. You will hear it and you will see it. Und eines der größten Kranschiffe der Welt. Der Turm selbst ist höher als die Kräne. Wenn wir uns draufsetzen, bricht uns der Konduktor ab. Und dann haben wir 50 Millionen Dollar versenkt. Rockport, ein verschlafenes Fischerörtchen im Süden von Texas. In der 10.000 Einwohnergemeinde geht das Leben einen ruhigen Gang. Nur wenige Kilometer südlich sieht die Welt ganz anders aus. Auf dem Gelände der Firma State Service Company werden riesige Öl- und Gasförderanlagen für die ganze Welt gebaut. Seit 15 Jahren ist John Sullivan Chefingenieur der SSCI. Sein neuestes Projekt hat es in sich. So eine habe ich noch nie in meinem Leben gebaut. Es ist eine einzigartige Konstruktion und ich war in mehr als 100 Projekte involviert, im Golf von Mexiko und überall auf der Welt. Aus speziell für dieses Projekt gefertigten Einzelteilen soll eine Produktionsplattform für ein deutsches Rohstoffunternehmen entstehen, die Deutsche Öl und Gas. Einsatzort des Stahlriesen Alaska. Zur Förderung von Erdgas. Das Hauptrohr für den Förderturm des sogenannten Monopods wurde in Korea vorgefertigt und per Schiff angeliefert. Die einzelnen Bauteile werden nun miteinander verschweißt. Die 8 Stützbeine des Monopods sollen in der strömungsreichen See vor Alaska für einen stabilen Stand auf dem Meeresgrund sorgen. Das Besondere hier ist die Größe. Das Hauptrohr hat einen Durchmesser von 5,50 Meter. Die Wände sind gut 8 cm dick. Das ist sehr groß und sehr schwer. Die meisten Mantelrohre, die wir hier bauen, haben einen Durchmesser von 1,20 Meter. Hier sind es 5,50 Meter. Das heißt, wir müssen mit einer viel größeren Menge Eisen fertig werden. Gut 5000 Kilometer Luftlinie Richtung Norden. Anchorage, die einzige Großstadt Alaskas. Hier im Cook Inlet, benannt nach seinem Entdecker James Cook, soll später die Produktionsplattform Erdgas aus dem Meeresboden hervorbringen. Oberhalb des Docks von Nikiski wird die Gasverarbeitungsanlage stehen. Von hier aus wird die Pipeline durch den Fels ins Meer getrieben. Wer in Alaska ein Grundstück erwirbt und industriell nutzt, muss ein gleich großes Areal anderswo als Naturschutzgebiet ausweisen. 400 Leute arbeiten an der Erstellung der Infrastruktur. Kenny Billings koordiniert alle Arbeiten vor Ort. Wie man sieht, bereiten wir gerade die Horizontalbohrung vor. Diese wird von hier bis ins Meer verlaufen. Eine Plattform mit einer Winde drauf wird das Mantelrohr und danach die drei 300 Meter langen Teile der Pipeline vom Wasser aus durch den Fels ziehen. Von dort aus wird die Pipeline dann weiter bis zum Förderturm verlegt. Doch bis dahin ist noch ein langer Weg. Noch ist der Monopod in Texas. Für den Transport nach Alaska muss der 50 Meter hohe Turm im Ganzen aufgerichtet werden. Armdicke Stahlseile an mehreren Spezialkränen sollen den 1200 Tonnen Koloss in die Senkrechte bringen. Tom Engelmann leitet die Aktion. Letzte Teambesprechung vor dem Lift.
Wir haben den Turm schon hier aufgerichtet, um die Arbeiten vor der Küste Alaskas zu beschleunigen. Seattle, die größte Stadt im Nordwesten der USA, direkt an der Grenze zu Kanada. Ihr Wahrzeichen ist der markante Aussichtsturm, die Space Needle. Der Hafen von Seattle ist ein bedeutender Handelsknotenpunkt, insbesondere auch Richtung Alaska. Dieses seltsame Wasserfahrzeug ist ein Rohrverleger, eine Spezialkonstruktion, die die Pipeline auf dem Meeresgrund platzieren wird. Die gesamte Operation wird von amerikanischen und deutschen Firmen unter deutscher Leitung durchgeführt. Ja, die ist definitiv eines der wichtigsten Assets, die wir hier im Projekt haben. Denn wir legen damit die Pipeline, 15 Meilen Pipeline vom Monoport zur Landstation, zur Gasaufbereitungsstation. Der Rohrverleger hat keinen eigenen Antrieb und muss mit Schleppern aus dem Dock manövriert werden. Von Seattle aus geht es nun auf die 1700 Seemeilen lange Fahrt ins Cook Inlet in Alaska. Auf der Großbaustelle in Texas kommen gleich drei riesige Kräne zum Einsatz. Die Last, die bewegt werden muss, beträgt rund 600 Tonnen. Wir setzen das Hauptdeck auf das Produktionsdeck. Die 300 Tonnen Kräne setzen es oben drauf und dann wird alles zu einem einzigen Teil verbunden. An rund 60 Stellen wird jetzt geschweißt. Einige Tage später steht eine neue Herausforderung an. Wir arbeiten jetzt am 3,50 Meter breiten Fallrohr, das ins Hauptrohr eingesetzt werden muss, in knapp 50 Metern Höhe. Dazu kommt wieder einer unserer riesigen Spezialkräne zum Einsatz. Wir heben das Rohr waagerecht in die Höhe, drehen es dann in die Senkrechte und führen es an einem einzigen Haken in den Monoport ein. Letzte Feinarbeit. In diesem Rohr kann später nichts mehr nachgebessert werden. Die Spartan ist eine Bohrinsel mit ruhmreicher Geschichte. Sie hat im Auftrag der Deutsche Öl und Gas den wertvollen Rohstoff im Cook Inlet gefunden. Jetzt wird sie für einen Spezialauftrag positioniert. Mit Hilfe einer Winde wird von ihr aus die Pipeline durch den Fels ins Meer gezogen. Dieses Schiff soll den Monopod ins Wasser liften. Mit mehr als 17.000 PS pflügt sich die Svenja, eines der größten Schwerlastkranschiffe der Welt, durch die raue See vor Anchorage. Sicherlich interessant wird die starke Strömung im Cook Inlet. Und das Schiff da festzumachen, das ist auch nicht so ganz alltäglich. Die Strömung ist relativ stark und wechselt. Es gibt einen Ebbstrom und einen Flutstrom mit wechselnden Richtungen. Unter normalen Umständen ist so ein Job für das Schiff einer deutschen Reederei eher Routine. Die Herausforderung hier ist die Verankerung. In diesem Meeresarm herrscht mit einer Fließgeschwindigkeit von bis zu 10 Knoten eine der stärksten Strömungen der Welt. Man kann sich das so vorstellen, dass da jetzt Anker gesetzt werden, gerade die speziell entwickelt worden sind für den Untergrund und für diesen Job jetzt. Und letztendlich ziehen wir den Draht von der Winde nachher raus mit Hilfe vom Schlepper. Um dieses riesige Schiff sicher an seinem Platz zu halten, bringen mehrere Schlepper lange Ankerdrähte aus. So nennen die Seeleute die armdicken Stahlseile. Wenn die Anker gesetzt sind, werden diese mit mannshohen Winden straff gezogen. Die Winden werden von der Brücke aus gesteuert. Die Crews sind nervös. Unter guten Bedingungen würde es eine Stunde dauern. Aber das ist das Cook Inlet. Wir haben hier die zweitgrößte Gezeitenströmung der Welt. Und jetzt kommt auch noch die Flut. Trotzdem schwärmen die Schlepper mit den Ankerdrähten nach allen Seiten aus. Insgesamt 10 Anker sollen die Svenja stabilisieren. Jede Boje markiert die Position eines Ankers. Die Winden auf dem Kranschiff ziehen die Drähte schließlich straff. 5 am Bug und 5 am Heck. Nur so kann verhindert werden, dass das Schiff beim Lift des Monopods in gefährliche Schräglage gerät. Für die Installation der Plattform ist es halt sehr wichtig, dass das Schiff exakt in der Position gehalten wird. In Texas steht die komplizierte Einbringung des Fallrohrs in den Monopod auf der Tagesordnung. Tom Engelmann ist der sogenannte Rigger.
Er ist verantwortlich für alles, was an Material auf der Großbaustelle bewegt wird. Das schmalere Fallrohr wird von oben in den Turm eingeführt, zur zusätzlichen Stabilität. Die Ingenieure haben die meiste Arbeit, aber wir haben den meisten Spaß. Er ist der beste Rigger, mit dem ich je gearbeitet habe. Er hat ein extrem gutes Gefühl für Kräne und deren Grenzen. Er sieht mehr als andere. Er hält uns Ärger vom Leib. Trotzdem könnte es heute Ärger geben. Der Wind spielt eine große Rolle. Wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir mit unserer Last den Monoport nicht berühren. Auch bei John ist die Anspannung zu spüren. Wir müssen es jetzt versuchen. Am Nachmittag soll der Wind noch stärker werden. Im Liegen könnte das 80 Tonnen schwere Rohr nicht in den Monopod geschoben werden. Es hat zu viel Gewicht und würde damit zu viel Reibung erzeugen. Drei Arbeiter werden mit dem Korb auf 50 Meter Höhe gebracht, um das schwebende Rohr einzupassen. Doch dann wird der Wind plötzlich stärker. Schließlich gelingt es dem Kranführer, den Korb nahe genug an die Turmspitze zu manövrieren. Sowas passiert schon mal da oben. Der Wind hat das Seil eingedreht. Aber die Männer waren in Sicherheit. Wir sind ein Team. Viele arbeiten hier schon 15 oder 20 Jahre zusammen. Wir sind eine Art kleine Familie. Auf dem Gelände der Deutsche Öl und Gas in Alaska wird das 1 Kilometer lange Mantelrohr der Pipeline vom Festland aus verlegt. Am Fuß des Abhangs tritt es unter Wasser wieder aus. Später kommen von hier aus noch rund 20 Kilometer Pipeline hinzu. Les Allen ist der dafür zuständige Ingenieur. Wenn du so ein Loch bohrst, weißt du nie, was dir begegnet. Du kannst geotechnische Studien machen, aber genau weißt du es erst, wenn du bohrst. Im Mantelrohr verläuft ein dickes Stahlseil. Daran wird später die eigentliche Pipeline gehängt und durch das Mantelrohr gezogen. Die einzelnen Rohrteile werden miteinander verschweißt, um ein möglichst langes Stück in einem Arbeitsgang durch die Führung im Fels zu transportieren. Wir hatten hier nur rund 300 Meter Platz, um die Rohre abzulegen. Das Mantelrohr und auch die Pipeline sind knapp 1 Kilometer lang. Wenn der erste Teil durch ist, müssen wir den zweiten dran schweißen und schließlich den dritten. Nur wenn alles zentimetergenau austariert ist, läuft das Rohr gleichmäßig. Les gibt den Baggerfahrern das entsprechende Kommando. Nur die Nummer 1. Mike, hast du es verstanden? Soll ich loslegen? Ja. Ich werde gleich überprüfen, dass nichts klemmt und alles glatt läuft. Les arbeitet im Rohrleger-Business, seit er 16 ist. Ich habe in Übersee gearbeitet. In Russland, Malaysia, im Sudan, in Mexiko, Australien und Papua-Neuguinea. Draußen vor der Küste wartet die Plattform darauf, das Mantelrohr durch die Bohrung im Fels zu ziehen. Les gibt die letzten Instruktionen an die Baggerfahrer. Per Funk erhält er die Bestätigung von der Crew auf der Plattform, dass es losgehen kann. Die Winden gehen auf Zug. Ein letzter Kontrollblick. Lass es rollen. Das Mantelrohr setzt sich in Bewegung. Nach ein paar kurzen Rucken läuft es geschmeidig. Stunde um Stunde, insgesamt 1 Kilometer. Schließlich ragt nur noch das letzte Ende aus dem Erdreich. Dort hinein wird später die eigentliche Pipeline geschoben.
In Texas soll der 1200 Tonnen schwere Monopod auf ein riesiges Spezialfloß, die sogenannte Barge, verladen werden. Wir haben die Transporter jetzt abfahrbereit und fahren von der Barge aus unter den Turm. Wir bauen Holzbalken auf die zwei Transporter, heben dann mit ihrer Hilfe den Monopod an und fahren los. Dabei müssen wir die Barge ständig ausbalancieren. Alles wird gut. 48 Räder pro Transporter sollen das 50 Meter hohe Ungetüm tragen. Massive Holzbalken werden zum Ausgleich aufgelegt. Der erste Transporter fährt langsam unter den Förderturm. Millimeterarbeit. Jede Ungenauigkeit könnte verhängnisvoll enden. Warte mal. Stopp. Stopp. Die beiden Transporter werden per Fernbedienung auf ihre Position gesteuert. Ich will nicht den ganzen Weg nochmal zurückfahren. Wenn du ihn einfach weiterschiebst, verlieren wir die Kontrolle. Lass uns hier stehen bleiben. Irgendwann ist Rigger Tom zufrieden. Mit einfachen Stahlketten wird das Monstrum schließlich verzurrt. Langsam macht sich der Koloss auf seinen 50 Meter langen Weg. Doch schon nach 3 Metern ist Schluss. Ein Stützpodest wurde vergessen zu entfernen und muss noch abgeschweißt werden. Es wäre beim weiteren Transport im Weg gewesen und hätte zu einem Unfall führen können. Auf diese Stahlträger wird der Turm abgesetzt und später festgeschweißt. Nur so kann er die lange Reise über den rauen Pazifik und sogar Hurricanes überstehen. Der 1200-Tonnen-Transport kann weitergehen. Um den Turm beim Verladen im Gleichgewicht zu halten, arbeiten 4 große Pumpen auf der Barge. Durch das enorme Gewicht würde die Barge absinken. Also pumpen wir das Wasser heraus und der Auftrieb hebt sie an. Je mehr Gewicht draufkommt, desto mehr Wasser muss raus. Der Monopod ist jetzt auf der Barge. Doch mehr als die Hälfte der Strecke liegt noch vor ihm. Die letzten Meter. In Alaska wartet eine entscheidende Aktion auf die leitenden Ingenieure Lee Taylor und Jakob Christiansen. Der Führungspfeiler für den Förderturm, der sogenannte King Pile, muss installiert werden. Mannschaftsansprache. Jetzt folgen die beiden entscheidenden Schritte. Zum einen die Installation des King Pile, zum anderen das Setzen des Monopods. Schon für den King Pile kommen beide Kräne der Svenja zum Einsatz. Im Moment werden noch die Vorbereitungen getroffen und später wird das Ganze in einem Stück ins Wasser geliftet. Der King Pile ist knapp 55 Meter lang und wiegt 73 Tonnen. Das ist auf jeden Fall einer der großen Meilensteine. Wenn diese Operation gelaufen ist, werden eine Menge Leute glücklich sein. Die erste heikle Aufgabe für die riesigen Schwerlastkräne. Ich freue mich drauf. Der King Pile hat einen provisorischen Ausleger, der den Abstand zum auf dem Meeresgrund befindlichen und noch verplombten Bohrloch markiert. Denn wenn später der Monopod an diesem Führungsrohr entlang gleitet, muss er genau über dem Bohrloch landen. In der Zwischenzeit wurden an mehreren Stellen des King Pile spezielle Messgeräte angebracht, um die genaue Position wiederzugeben. Denn Taucher können nur bedingt eingesetzt werden. Look at the current. Schau dir die Strömung an. Sie ist so stark, dass wir den Pfahl frei stehen lassen müssen. Ich weiß nicht, ob jemand vorher schon so etwas gemacht hat. Ich habe es jedenfalls noch nirgends gesehen. Alle 6 Stunden wechselt die Strömungsrichtung. Vorher ist knapp eine halbe Stunde Flaute. Nur in diesem knappen Zeitfenster können Taucher ins Wasser gehen. Sie stehen in Schichten rund um die Uhr bereit. Als der Mann schließlich wieder nach oben kommt, hat er gute Nachrichten. Der King Pile hat das angepeilte Ziel getroffen.
In Texas wird das Produktionsdeck auf das Spezialfloß verladen. Dazu kommt eimerweise Schmieröl zum Einsatz. Das 600 Tonnen schwere Deck wird auf zwei Kufen auf die Barge gezogen. PS-starke Winden mit einem Dutzend Stahlseilen müssen den Koloss nun 30 Meter weit ziehen. Rigger Tom sorgt dafür, dass alle Winden gleichmäßig arbeiten. Reißt ein Seil, wird es zur tödlichen Bedrohung für die Arbeiter. Das stählerne Monstrum hat sich in Bewegung gesetzt. Die letzten Meter auf festem Boden. Die Winden ziehen das Deck jetzt Zentimeter für Zentimeter Richtung Barge. Wieder laufen die Pumpen auf Hochtouren und sorgen dafür, dass der Untergrund genau im Lot ist. Schließlich ist auch der 600-Tonnen-Koloss an seinem Platz. Wir kennen einander und wissen, was uns erwartet. Die Dinge laufen, ohne dass jemand groß fragen muss. Jeder weiß, was zu tun ist. Die Leute lesen meine Gedanken. Ich lese ihre. Läuft bei uns. Auf der Svenja im Cook Inlet in Alaska kommt ein ganz besonderes Arbeitsgerät zum Einsatz. Der mehr als 17 Meter lange Hydraulikhammer wird den Kingpile in den Meeresboden rammen. Der Hammer, so wie er jetzt hier steht, wiegt 112 Tonnen. Wir haben hier eine Ramme mit 45 Tonnen, die wir halt eben heben, hydraulisch heben und aber auch beschleunigen auf dem Weg nach unten, um die Energie halt in den Fahrlein zu bringen. Tibor Grossmann bedient den Hammer. Vor jedem Einsatz checkt er sein Arbeitsinstrument von innen. Wir müssen sicherstellen, dass wenn wir hier auf volle Leistung gehen, dass der Sitz halt gut ist, ne, auf dem Fahrlein. Der Hammer wird von einem eigenen Maschinenraum aus angetrieben. Wir können hier maximal den Hammer mit 1600 Liter die Minute versorgen, bei einem Druck von maximal 280 Bar. Zum Vergleich, ein Autoreifen ist mit einem Luftdruck von rund 2 Bar gefüllt. Mit Hilfe eines der Kräne wird der Hammer über den Pfahl gestülpt. Nach nicht einmal 30 Minuten sitzt der gelbe Riese mit der offiziellen Bezeichnung MHU-800 auf dem Führungsrohr für den Monopod. You will hear it and you will see it. Tibor selbst hat keine direkte Sicht auf den Hammer. Er kontrolliert das Geschehen über seine Instrumente und eine Kamera. Wir sind in der Operations-Kabine vom Hammer, worüber wir die Lupe des Hammers steuern können und den Ölfluss, ne, um letztendlich die Energie auf den Pfahl einzuwirken. 500 Schläge später steckt der Kingpile 7 Meter tief im Meeresgrund. Das ist immer das Gleiche. Der Pfahl muss im Boden. Auf dem Festland muss die eigentliche Pipeline durch das bereits verlegte Mantelrohr geführt werden. Wir bringen jetzt den ersten Teil der Pipeline ein. Diese wird sich durch die Führung bis zum Austrittspunkt schlängeln. Das erste Stück ist jetzt in das Führungsrohr eingebracht. Nun wird es von der Winde draußen im Cook Inlet Meter für Meter durchgezogen. Auf die Außenhülle wird ein Nylonseil geklebt. Damit können später zum Beispiel Erdungen durch das Mantelrohr gezogen werden. In Texas stehen die Zeichen auf Abreise. Der 50 Meter hohe Monopod wird aufrecht transportiert, um die Installation auf hoher See zu erleichtern. Damit er auch im Falle eines Unwetters nicht kippen kann, wird er mit der Barge verschweißt. Wir schweißen den Turm an zahlreichen Stellen auf die Barge. Wir haben außerdem 4 schräge Stützstreben angebracht. Sie sind oben am Monopod und unten mit der Barge verschweißt, um den Turm auf See zu stabilisieren. Die Ocean Wave wird die Barge ziehen. Sie gehört zu den stärksten Schleppern der USA. Es gibt verschiedene Arten von Schleppern. Da sind zum einen die kleinen Begleit- und Hafenschlepper. Dann gibt es mittelgroße mit Ozeanzulassung. Und das hier ist quasi das Ende der Nahrungskette.
Um den Zeitplan für die Installation halten zu können, ist die Pipeline-Crew in Alaska rund um die Uhr im Einsatz. Es hat einen längeren Stopp gegeben, weil das Rohr noch nicht sauber in die Führung lief. Einsatzleiter Les Allen will hundertprozentig sicherstellen, dass die Pipe störungsfrei durchgeht. Wenn du die Pipeline durch das Mantelrohr ziehst, ist es wichtig, dass du keine Unterbrechung hast. Sonst riskierst du, dass sich die Pipe im Loch verklemmt. Und dann geht auf einmal alles ganz schnell. Die Zeit des Wartens und genauen Austarierens hat sich gelohnt. Wie geschmiert läuft das erste Stück der Pipeline in das Mantelrohr. Von Landseite aus wurde Wasser durch die Pipe geleitet, um die Dichtheit der Schweißnähte zu kontrollieren. Dieses läuft jetzt aus dem Endstutzloch. Wir unterbrechen die Aktion nur, wenn wir das nächste Teilstück anschweißen müssen. Das ist aber nicht so schlimm, weil wir ein Führungsrohr haben. Trotzdem müssen wir die Pipe so schnell wie möglich durchziehen. Und darum arbeiten wir Tag und Nacht durch. Mit scheinbar primitiven Mitteln wird das erste Rohrstück abgestützt. Die weiteren Parts sollen ebenso reibungslos durch den Fels laufen. Das Hantieren mit hunderte Meter langen Stahlrohren ist kein Kinderspiel. Sie haben zwar eine gewisse Flexibilität, könnten aber dennoch brechen. Schließlich ist das nächste Teilstück an der richtigen Position und kann mit dem vorderen Rohr verschweißt werden. Die komplette Förderanlage der Deutsche Öl und Gas geht jetzt auf ihre 6.600 Seemeilen lange Reise von Texas nach Alaska. Hafenschlepper manövrieren das riesige Floß durch die enge Ausfahrt. Draußen auf dem offenen Wasser wartet schon die Ocean Wave auf ihren großen Einsatz. Das ist das Großartige an diesem Job. Es ist nie das Gleiche. Auf jede Herausforderung folgt schon die nächste. Jede Reise ist anders. Wir erwarten schwierige Wetterbedingungen. Die Hurrikansaison steht kurz bevor. Außerdem formiert sich gerade ein schweres Tiefdruckgebiet südlich von Mexiko, das wir genau beobachten werden. Wir fahren direkt darauf zu und werden das im Auge behalten. Und dann ist da noch die Durchfahrt durch den Panama-Kanal, die auch einige Herausforderungen mit sich bringt. An die 1 Kilometer lange Pipeline, die vom Land aus verlegt wird, wird das letzte Teilstück geschweißt. Auch die letzten 300 Meter läuft das Rohr ohne Unterbrechung in die Führung im Fels. Panama. Das kleine Land in Mittelamerika mit nicht mal 4 Millionen Einwohnern ist für eine geografische Besonderheit berühmt. Hier ist die schmalste Stelle des amerikanischen Kontinents. Hier wurde der 82 Kilometer lange Panama-Kanal gebaut. Er endet in der Hauptstadt Panama City. Rund 15.000 Schiffe durchqueren jährlich den Kanal. Auch die Anlage der Deutsche Öl und Gas muss dieses Nadelöhr passieren. Der Schlepper zieht die Barge nicht aus eigener Kraft durch das Schleusensystem. Kleine Lokomotiven übernehmen den Transport. Die Schleppercrew hat Pause. Die Barge wurde speziell für diesen Einsatz gebaut. Die Schleusen sind 33 Meter breit. Unsere Barge 32 Meter. Das ist die maximale Breite, um dich durch den Panama-Kanal zu quetschen. Der Panama-Kanal durchläuft mehrere künstlich aufgestaute Seen, die als Pufferspeicher wirken. Je nach Größe und Ladung der Schiffe können für die Passage durch den kompletten Kanal mehrere hunderttausend Dollar Gebühr anfallen. Auf den Aussichtsplattformen der Schleusen drängen sich Besucher. Für die Einheimischen indes sind die vorbeiziehenden Riesen Alltag.
Das Ziel der zwei Tage langen Reise durch den Kanal ist die Puente de las Americas, die Brücke der beiden Amerikas, mit einer lichten Höhe von rund 60 Metern. Nur wenig mehr als Monoport und Barge. Von dort geht es hinaus in den Pazifischen Ozean. Der Rohrverleger in Alaska soll 20 Kilometer Pipeline auf dem Meeresgrund absetzen, in Hunderten von Einzelteilen. Kenny Billings ist der zuständige Projektleiter. Wir haben rund 16 Meilen Pipeline vom Monopod zur Gasverarbeitungsanlage an Land. Das ist die Produktionsstrecke für das von uns geförderte Gas. Doch bis dahin ist noch ein weiter Weg. Diese schwimmende Anlage wurde eigens dafür gebaut, um die Rohre zu einer durchgehenden Leitung zu verbinden und diese gleichzeitig auf dem Meeresgrund zu verlegen. Jedes Rohr ist 12 Meter lang. Nach dem Abladen wird es auf die andere Seite gerollt, wo die einzelnen Rohrteile miteinander verschweißt und final geprüft werden. Warum das Schweißen so ein kritischer Teil dieses Projekts ist? Ja, weil du diesen Schweißprozess nicht wiederholen kannst. Die Schweißer sind sich ihrer Verantwortung bewusst und sie sind stolz. Ich schweiße jetzt schon 37 Jahre lang und ich würde diesen Job für nichts eintauschen. Ich liebe ihn und ich lebe dafür. Nach langer Reise ohne Zwischenfälle an der Pazifikküste entlang legt die Barge mit der Förderanlage noch einen Zwischenstopp in Seattle ein. Hier werden die letzten Arbeiten am Monopod erledigt. Noch 1700 Seemeilen bis zum Bestimmungsort vor der Küste Alaskas und noch einmal ein kurzer Halt. Homer heißt ein kleines Örtchen am Eingang zum Cook Inlet. Nur in der Bucht am Hafen ist die Strömung ruhig. Ein guter Platz zum Warten. Als die Meldung eintrifft, dass die Installation beginnen kann, macht sich die Gasförderanlage auf zu ihrer letzten Etappe. Im Cook Inlet wartet das Kranschiff Svenja auf seine schwerste Aufgabe. Den 50 Meter hohen Förderturm zuerst an Deck holen und dann auf den Meeresgrund setzen. Sobald die Strömung wechselt und für kurze Zeit ruhig ist, schieben wir die Barge seitwärts zu uns rüber. Hier in diesem Bereich wird sie dann anlegen. Zwei Stunden später bilden Kranschiff und Barge eine fest miteinander verteute Einheit. Auf dem Deck der Svenja hat der Captain die Leute zu einem wichtigen Meeting gerufen. Der erste Teil des Monoportlifts steht an. Alles ist genau berechnet, aber bei einem Gewicht von rund 1200 Tonnen allein für den Turm bleibt immer ein Restrisiko. Wir haben das Deck so vorbereitet, dass wir den Monopod hier raufheben können. Dann werden wir noch ein paar Vorbereitungen treffen, bevor wir ihn im Cook Inlet versenken. Bevor der Koloss angehoben werden kann, muss er erst von der Barge gelöst werden. Vor seiner langen Reise von Texas nach Alaska wurde der Förderturm an Dutzenden von Stellen auf dem Deck des Spezialfloßes festgeschweißt. Dann ist es soweit. Der stählerne Riese hebt ab. Jetzt hat die Schiffsbesatzung das Sagen. Zwei Leute begleiten den langsamen Überflug. Er ist jetzt einen halben Meter über der Reling. Der Kapitän koordiniert die Aktion von der Brücke aus und gibt die entsprechenden Informationen an die beiden Kranführer weiter. Kran 1 gibt das Tempo vor. Wir benutzen beide Kräne. Wir haben an ihnen eine spezielle Aufhängevorrichtung angebracht. Denn das Besondere hier ist, dass die Ladung höher ist als die Kräne selbst. Letzte Zwischenstation für den Monopod, bevor er am Meeresboden verankert wird. Auf dem Rohrverleger ist jetzt alles soweit, das erste Stück der insgesamt 20 Kilometer langen Pipeline ins Wasser zu bringen. Eine Mammutaufgabe. Es ist eine Menge Arbeit, das hier alles zu koordinieren. Wir müssen die Wassertiefe berücksichtigen, aber auch die Lichtverhältnisse. Wir müssen den Zusammenbau und das Ablassen ins Wasser sowie die Verbindung mit dem Festland organisieren. Es muss einfach alles zusammenpassen. Schließlich geht das allererste Stück Pipeline von der Meerseite aus ins Wasser.
Von nun an läuft für einige Wochen die immer gleiche Prozedur ab. Rohr für Rohr, Meter für Meter, insgesamt rund 2000 Mal. Eigentlich gibt es nur eine einzige große Widrigkeit. Das Meer kommt hier mit einer enormen Wucht herein und mit Höhenunterschieden von bis zu 3 Metern. Es kann sein, dass uns eine starke Strömung am Heck erwischt, die unsere Pipeline oder den Ausleger zerstören könnte. In diesem Fall müssten wir unterbrechen. Weiter draußen im Cook Inlet steht der schwierigste Teil der Operation unmittelbar bevor. Oliver Arnold ist der leitende Ingenieur auf deutscher Seite. Wir haben heute einen Installationsschritt vor uns, wo wir den sogenannten Monopod ins Wasser setzen. Und wir haben hier das Problem, dass wir ja schon eine Bohrung haben. Das heißt, aus dem Erdboden kommt der sogenannte Konduktor schon raus, wo später das Erdgas nach oben gefördert wird. Und wir müssen diese 1200 Tonnen mit einer Toleranz von 5 bis 10 Zentimeter über dem Konduktor positionieren. Weil sonst, wenn wir uns draufsetzen, bricht uns der Konduktor ab. Und dann haben wir 50 Millionen Dollar versenkt, nämlich genau abreißen von dem Konduktor. Und das wollen wir natürlich vermeiden. An Bord des Svenja finden die letzten Arbeiten am Monopod statt. Seine 8 Stützbeine bekommen sozusagen feste Schuhe. Die Plattform steht direkt auf dem Meeresgrund. Um sie sturmsicher zu stabilisieren, brauchen wir diese Fundamentplatten. Der fertig konfigurierte Turm wird später unter Wasser ohne Sicht installiert. Deshalb sind außen verschiedene elektronische Geräte angebracht. Diese ganze Verkabelung ist extrem wichtig, denn nur so können wir die Installation kontrollieren. Ungefähr in einer Stunde können wir mit der Plattform kommunizieren und sie kann uns sagen, wo sie ist. Die letzten Kontrollen, bevor der Monopod an seinen Bestimmungsort auf dem Meeresgrund gesetzt werden soll. Wenn wir den Monopod nachher ins Wasser lassen, dann haben wir zwei wichtige Punkte, die wir treffen müssen. Und den ersten Punkt, den wir treffen müssen, das ist genau hier hinter uns. Das ist im Prinzip eine Führung, wo wir nachher den sogenannten King Pile, also unseren Führungsstab, den wir ja vor ein paar Tagen gesetzt haben, treffen müssen. Sodass wir nachher den King Pile mit der Führung übereinander bringen können und dann quasi an dem King Pile runterrutschen. Noch kritischer ist der zweite Punkt, den der riesige Turm treffen muss. Das, wo wir gerade stehen, steht später auf dem Meeresboden. Und im Meeresboden steckt ja schon die Bohrung fertig. Und es guckt ja schon das Konduktorrohr raus. Und das wird später genau hier an der Stelle in den Monopod eingefädelt. Das heißt, wenn wir den Monopod nachher stellen, dann haben wir einmal die Führung mit dem King Pile. Und auf der anderen Seite müssen wir den Monopod so ausrichten, dass er genau über den Konduktor dieses Loch trifft. Was aussieht wie ein Spielzeug für große Kinder, ist ein Modell, das Lee gebaut hat, um die Operation vor dem Start noch einmal zu simulieren. Jetzt gibt es nur noch einen Unsicherheitsfaktor. Wenn wir den Monopod ins Wasser bringen wollen, dann müssen wir die sogenannte Slack Tide erwischen, also genau den Wechsel zwischen Ebbe und Flut oder zwischen Flut und Ebbe, wo wir im Prinzip kaum Strömung im Wasser haben. Und die nächste Slack Tide haben wir quasi 6 Stunden später. Das heißt, wir würden dann in die Nacht reinrutschen. In der Nacht ist alles bereit für die entscheidende Aktion. Doch trotz Slack Tide hat die Natur etwas dagegen. Es ist heute nicht so, dass der frühe Vogel den Wurm fängt. Wir haben heute leider von den Gezeiten her einen Wellengang, der das gesamte Schiff leicht anregt, dass es kränkt. Wenn wir die 1200 Tonnen anheben und über die Bordkante heben, dann haben wir natürlich hier einen großen Hebel noch, der da wirkt. Und deswegen ist uns das zu gefährlich, dass wir das jetzt machen. Nächster Gezeitenwechsel am nächsten Morgen. Diesmal soll es klappen. Gespanntes Warten auf den großen Moment. Ich würde sagen, es ist eine gewisse Nervosität und Spannung vorhanden. Aber wir haben das Ganze gut geplant. Sehr angespannt natürlich. Also es gehen dann viele Sachen durch den Kopf, die man noch überlegt, was man noch besser machen kann, ob man es vergessen hat. Aber wir sind alle Checklisten durchgegangen, eine gute Vorbereitung gemacht. Und jetzt hoffen wir, dass natürlich alles funktioniert und dass uns die Natur keinen Strich durch die Rechnung macht. Arnie Paul Amit ist der erste Offizier und gibt das Kommando, wenn er das Go vom Kapitän hat.
Den ersten Standardteil der ganzen Operation haben wir jetzt quasi hinter uns gebracht. Wir haben den Monopod hochgehoben und haben den mit den beiden Kränen über die Bordwand geschwungen, wie man jetzt hier gerade sieht. Und jetzt kommt eigentlich der ganze kritische Teil der Operation. Man sieht, das Schiff liegt auf der Seite. Weil in dem Augenblick, wo wir den Monopod ins Wasser bringen, hat er natürlich Auftrieb und dann wird sich das Schiff wieder gerade ziehen. Tatsächlich läuft alles nach Plan. Der Turm trifft sein Führungsrohr und gleitet an ihm entlang sicher ins Wasser. Jetzt fehlt nur noch das Produktionsdeck. Nach monatelanger Bauzeit ist die Infrastruktur an Land größtenteils fertiggestellt. Hier, an diesem Teil, wird das Landende der Pipeline angeschlossen. Und von hier aus geht das Rohgas in die Verarbeitungsanlage, wo es entsprechend aufbereitet wird. Die deutsche Öl und Gas trägt dazu bei, die Energiegewinnung für Alaska auf etliche Jahre hinaus zu gewährleisten. Dies ist die ausgehende Pipeline. Ab hier wird das Gas verkauft. Das ganze Gas wird in dieser Gegend verwendet, nirgendwo sonst. Es geht nur nach Alaska. Der Rohrverleger hat schon fast das Ufer erreicht. Hier liegt das Verbindungsstück zur Verarbeitungsanlage unter Wasser. 20 Kilometer Pipeline wurden bisher verlegt. Jetzt geht das letzte Rohr von Bord. Die Pipeline ist jetzt fertig verlegt. 6 Wochen hat das Ganze gedauert. Sie liegt genau, wo sie liegen sollte. Ein Meilenstein für alle Beteiligten. Draußen auf der Svenja laufen die Vorbereitungen für den Top-Deck-Lift. Bevor das eigentliche Produktionsdeck installiert werden kann, wird ein Zwischendeck auf den Monopod gesetzt. Jetzt werden die Kräne für ein letztes entscheidendes Rohrstück benötigt. Dieses Rohr ist das sogenannte Spoolpiece, also im Prinzip das Passstück, was man einsetzt, um die Pipeline mit dem Monopod zu verbinden. Mit dem Spoolpiece, das später unter Wasser von Tauchern verschraubt wird, ist die letzte Lücke der 20 Kilometer langen Pipeline geschlossen. Schließlich kommt noch das gewaltige Produktionsdeck an die Reihe. Es ist bereits mit dem kompletten Equipment bestückt. Das war nochmal ein enges Ding mit ganz geringen Toleranzen. Wir mussten sehr vorsichtig sein. Wir wussten, dass das Ganze unter den schwierigen Bedingungen hier kein Kinderspiel werden würde. Ich habe eine Menge Förderplattformen installiert, aber diese war die mit Abstand größte Herausforderung. Was man 9 Monate lang sozusagen mit sich getragen hat, vorangetragen hat, Lösungen erarbeitet hat, dass die jetzt auch tatsächlich funktionieren. Das ist unglaublich toll. Es war keine leichte Geburt, aber das Baby kam perfekt heraus. Sie haben einen fantastischen Job gemacht und niemand wurde verletzt. Die Produktion läuft. Der bevölkerungsreichste Teil Alaskas, der Süden, wird jetzt mit Gas aus dem Cook Inlet versorgt.